Also, los geht's. Stars von morgen. Vamonos! Berlin! Nice that you're here with us. Hello, hi. Konrad, how are you? I'm very well, thanks. Thank you for being here. Oh, pleasure. Melissa! Ça va bien? Très bien, merci. Oh, du top, Melissa! Hello, Sebastian, wie geht's? Sehr gut. Patrick! Hi! Wie geht's dir? Jawohl, und damit sind wir schon wieder mittendrin in einer neuen Folge von Start von Morgen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in der Kulturbrauerei in Berlin. Sie werden die wunderbaren Musikerinnen und Musiker singen und spielen hören. Und natürlich auch mit dabei ist unsere Hausorchester, die Junge Sinfonie Berlin, unter der Leitung von Patrick Lange. Auf unsere Couch wartet bereits Franz Xaver Ohnesorg. Er ist Intendant des Klavierfestivals Ruhr und einer der erfolgreichsten Kulturmanager des Landes. Vielen Dank, Herr Ohnesorg, dass Sie bei uns sind. Und später werden wir ein bisschen sprechen mit unseren Talenten. Es freut mich schon. Bravo, danke schön. Danke. Und jetzt geht's los. Heute besonders schwungvoll mit einem Tango von Astor Piazzolla. Das Akkordeon als Soloinstrument sieht man nicht allzu oft auf der klassischen Konzertbühne. Und dass unsere Solistin es spielt, daran ist ihre Großmutter schuld, weil sie die traditionelle Volksmusik ihrer Heimat Lettland so liebte, fing ihre Enkelin mit 8 Jahren in Riga an, Akkordeon zu spielen. Ein paar Jahre später ist sie eine der führenden Akkordeon-Virtuosinnen überhaupt. Meine Damen und Herren, Xenia Sidorova. Willkommen.
Brava. Wonderful, wonderful, wonderful. Wow. Voll Energie. Herr Onnesorg, Akkordeon, das ist nicht ein typisches klassisches Solisteninstrument. Wie schwierig ist es, mit solch einem Instrument eine Karriere zu machen? Das ist nicht ganz einfach, aber nachdem es jetzt so schöne Musik gibt, dank Astor Piazzolla, hat diese Musik, die ja eigentlich für Bandoneon geschrieben ist, aber die man natürlich auf einem Akkordeon ganz wunderbar spielen kann, natürlich ein viel größeres Publikum bekommen. Und es gibt natürlich auch viele neue Musik. Das Akkordeon symbolisiert für uns Lateinamerikaner sofort den Tango, was wir auch gerade gehört haben. Aber Tango ist nicht das einzige Repertoire, was du spielst. Genau. Ich spiele ein breites Repertoire vom Barock bis zur neuen Musik. Und viele Komponisten sind daran interessiert, neue Stücke für dieses Instrument zu schreiben. Wie zum Beispiel Gubaidulina, Berio, Nergard und viele andere. Da es kein so wirklich geläufiges Instrument ist, du tust eine Menge, um es bekannt zu machen. Du gehst in Grundschulen in Großbritannien und stellst es den Kindern der nächsten Generation vor. Wie läuft das? Ja, das ist wie eine Mission für mich. Ich gehe damit in die Schulen und zeige es den Kindern, auch kleinere Instrumente, damit die Eltern keine Angst bekommen. Aber es ist eines der wenigen Instrumente, die sowohl die Melodie als auch die Begleitung spielen können. Und du kannst es überall mit hinnehmen, auch zu jeder Party. Ja, ist es nicht so schwer dafür? 20 Kilo. Okay, zu jeder Party. Es ist keine Gitarre. Unser nächster Gast hat mit 14 Jahren am Konservatorium von Saint-Raphaël in Südfrankreich angefangen, Gesang zu studieren. Mit 20 Jahren wird Melissa Petit Mitglied des Internationalen Opernstudios der Staatsoper Hamburg als jüngste Sängerin, die dort jemals aufgenommen wurde. Und rasch wird aus dem Opernbaby eine junge Diva, von der die Presse schwärmt. Ihre klare Sopranstimme klettert mühelos durch alle Register und verfügt über unendlich viele Klangfarben, großes dramatisches Potenzial und liebreizende Verführungssüße. Ich habe mit 14 Jahren angefangen und wollte erst Popstar werden, wie alle jungen Mädchen in dem Alter. Und so bat ich meine Mutter, mich in einen Gesangskurs gehen zu lassen. Und sie sagte einverstanden, wir melden dich am Konservatorium an. Und so kam ich zur klassischen Musik. Das habe ich so geliebt, dass ich nicht mehr damit aufgehört habe. Je suis encore tout gourdi.
Manon, Manon, Melissa. Merci beaucoup. Bravo. Cher Melissa. Liebe Melissa, zuerst herzlichen Dank. Du hast eine großartige Stimme und bist schon eine tolle Darstellerin. Sehr jung zwar noch, aber man sieht sofort, wie du lachst, wie du die kokette Manon spielst. Das ist toll, mit so viel Charme. Sind da Wettbewerbe überhaupt noch interessant für dich? Ja, sehr interessant, weil ich dadurch bekannt werde, man mich hören kann und wichtige Leute meinen Namen registrieren. Und wenn Ihnen meine Stimme gefallen hat, dann erinnern Sie sich vielleicht an mich, wenn es eine Rolle oder ein Konzert zu besetzen gibt. Wie wichtig sind Wettbewerbe für junge Künstler? Das ist immer noch der beste Einstieg in einen Markt, in Anführungszeichen, dass viele Menschen eben darauf aufmerksam werden. Aber es gibt auch das Gegenstück. Also es ist nicht so, dass man nur als Wettbewerbsgewinner Karriere machen kann oder ein glückliches, ein erfülltes musikalisches Leben hat. Ich kenne viele Fälle, wo junge Künstler gesagt haben, ich will das mit den Wettbewerben nicht, oder und die eine grandiose Laufbahn eingeschlagen haben. Ton père, il est acteur. Dein Vater ist Schauspieler und unterrichtet auch. Hilft er dir bei deinen Bühnenauftritten? Wie sieht die Unterstützung durch deine Familie aus? Ich glaube, das schauspielerische Talent habe ich von meinem Vater. Danke, Papa. Genetisch bedingt. Genetisch bedingt, genau. Ich habe nie einen speziellen Kurs bei ihm gemacht. Wir teilen einfach dieselbe Leidenschaft. Das ist sozusagen angeboren. Es steckt in uns drin. Und ich habe es eindeutig von ihm. Das ist sicher. Unseren nächsten Solisten haben Sie heute schon einmal gehört. Er hat am Anfang der Sendung den Klavierpart in Astor Piazzollas Liber Tango übernommen. Ist er Ihnen das schon aufgefallen? Konrad Tau ist jedenfalls ein Phänomen. Und die Presse fragt sich, gibt es eigentlich irgendwas, was dieser 19-Jährige nicht kann? Der macht sich ein Vergnügen daraus, im selben Konzert sowohl das Klavierkonzert als auch das Violinkonzert von Mendelssohn als Solist zu spielen. Nebenbei hat er schon 8-mal den Komponistenpreis der American Society of Composers, Authors and Publishers gewonnen. Hier ist er, Konrad Tau.
Wonderful. Bravo. Thank you so much. Wow. Konrad Tau. Thank you very much. Thank you. So, und jetzt spielst du uns noch etwas von Paganini auf der Geige. I was so etwas habe ich befürchtet. has piano taken all the spielst du noch ab und zu Geige? I still play on my own. Nur für mich selbst. Ich improvisiere viel auf der Geige und komponiere, auch für Streicher. Das hilft mir sehr. Und ich kann viele Dinge, die ich bei der Geige gelernt habe, für mein Klavierspiel nutzen. Über Phrasierung denkt man anders nach, wenn man gewohnt ist, mit dem Bogen zu streichen oder ein Vibrato zu machen. Als Intendant des Klavierfestivals Ruhr, Sie sind so etwas wie der europäische Klavierguru. Was können Sie zu Konrad sagen? Ja, das war höchst eindrucksvoll, wie er Rachmaninoff so frei auch gespielt hat. Das darf man, glaube ich, in dem Alter tun. Und das ist ja eine sehr emotionale Musik. Und das hat ja, glaube ich, alles mobilisiert. Konrad war 2011 der einzige klassische Musiker, den das Forbes Magazin in einer Liste von 30 Menschen unter 30, die die Welt verändern, aufgeführt hat. Wie wichtig war das für dich, auf der Liste dieses renommierten Magazins zu stehen? Das war ziemlich überraschend. Der Tag begann sehr spannend. Ich wachte auf und sah in meinem Posteingang die Nachricht: Hast du das gesehen? Mit einem Link zu dem Artikel. Ich wusste erst gar nicht, was das sein sollte, weil es keine weitere Erklärung dazu gab. Und als ich es dann gelesen hatte, war ich erst mal für den Rest des Tages geschockt. Schließlich war das eine große Ehre für mich. Und es ist wirklich interessant, dass einen auf einmal Leute erkennen, von denen man es gar nicht erwartet. Wenn ein junger Mann 10 Jahre lang im Dresdner Kreuzchor singt, dann kann man sicher sein, der hat's darauf. Dann aber belegt so jemand auch noch ohne Probleme vordere Plätze bei wichtigen Wettbewerben und wird mit Beginn dieser Spielzeit Mitglied des jungen Ensembles der Semperoper. Bemerkenswert auch, von den 1400 jungen Sängerinnen und Sängern, die sich dieses Jahr für die Teilnahme am Gesangswettbewerb Neuen Stimmen beworben haben, ist Sebastian Wartig der einzige deutsche Sänger, der es in die Endrunde geschafft hat. Ich bin am Anfang mit meinen Eltern in eine Kreuzchorvesper gegangen und mir hat es damals zwar noch nicht so sehr gefallen, aber meine Eltern, die meinten, du kannst singen. Und ich habe auch bei einem möglichen Kindergeburtstag oder sonst was, habe ich immer gesungen. Und da meinen die, ja, du gehst in den Kreuzchor. Und da bin ich dann hingekommen. Die Arie, die ich heute Abend singen werde, ist die Arie des Valentin aus Gounods Faust. Ist insofern ganz lustig, die ganze Geschichte, da ich sie eigentlich mit meinen 23 Jahren noch nicht singen darf, so unbedingt. Also zumindest hat mein Hauptfachlehrer es mir quasi verboten. Aber ich habe sie ihm im Unterricht einmal mitgebracht. Er meinte, das kannst du singen, wenn du 30 bist, aber jetzt doch noch nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt, aber die Arie hat es wirklich quasi in mein Arienrepertoire mit reingeschafft. Sogar so weit reingeschafft, dass ich meine allererste Vorstellung im Ensemble Dresden quasi mit dieser Arie mache. Mercy!
triste pensée. J'irai chercher la gloire, la gloire à son triste ennemi. Les premiers, les plus braves au fond de la mêlée. J'irai combattre pour mon pays. Et si va lui, Dieu me rappelle, je veillerai sur toi, fidèle. Bravo, Sebastian, danke schön. Sebastian, du warst lange im Kreuzchor. Wie schwer ist es, von Chorgesang zu Operngesang zu wechseln? Es ist insofern sehr schwer, als dass man ja quasi von einem riesengroßen Ensemble kommt, und dann im Studium halt ist man dann halt auf sich allein gestellt. Mhm. Ein weiteres Problem an der ganzen Sache ist außerdem noch, dass man im Chor immer so ein bisschen dasteht wie ein Zinnsoldat. Und diesen Zinnsoldaten im Studium dann zu bewegen, ist eine sehr schwere Sache. Herr Onesorg, habt ihr hier in Deutschland ein Nachwuchsproblem bei Sängern oder bei Instrumentalisten? Nein, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren doch etwas aufgeholt. Mhm. Das hat sicher auch mit früherer Förderung, auch mit Jugend musiziert zu tun, dass dieser Wettbewerb, den es ja schon seit 50 Jahren jetzt gibt, natürlich vielen jungen Menschen den Weg gezeigt hat dabei. Auf der anderen Seite stehen wir im internationalen Wettbewerb. Es gibt in anderen Ländern, gerade in asiatischen Ländern, natürlich unendlich viele Talente, die dann auch zu uns kommen, die hier ausgebildet werden und da bleiben. Und im Wettbewerb mit diesen wunderbaren jungen Menschen muss man sich dann eben behaupten dabei. Außerdem ist es nicht so furchtbar entscheidend, wo jemand herkommt. Wichtig ist, dass diese wunderbare Musik erklingt. Ja. Konrad Tau ist nicht nur ein Tausendsasser an Klavier und Geige und als Komponist. Er ist auch ein Kind des Computerzeitalters und spielt in seinen Werken schon auch mal mit den Möglichkeiten der Elektronik. Lassen Sie sich überraschen von Konrads Duett vom Klavier und Tablet Computer. Thank you.
Bravo, bravo, Konrad. Patrick, vielleicht das wäre auch eine Idee für euch Dirigenten. Auf dem Pult liegt ein Tablet-Computer und ihr spart eine Menge Musiker und eine Menge Sänger und nein, vielleicht nicht, ja. Nein, lieber nicht. Mit einem Tango des großen Astor Piazzolla haben wir die Sendung begonnen. Xenia spielt uns jetzt zusammen mit unserem Konzertmeister Matthew Peebles noch eines der berühmtesten Stücke des Begründers des Tango Nuevo, Oblivion, das Vergessen. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Herr Onesorg, was sagen Sie abschließend zu unseren vier fantastischen Starts von morgen? Also ich denke, man muss sich da keine Sorgen machen. Das werden sicher sehr, sehr wunderbare Laufbahnen werden. Und ich denke, wir werden alle noch hören. Jawohl, vielen Dank. Und ich glaube, wir singen etwas zusammen, Sebastian. Und zwar, wir werden das Freundschaftsduett aus Bizets Opera Le Pêcheur de Perles für euch jetzt singen. On y va!
Dankeschön, Dankeschön. Wenn Sie noch mehr von unseren Stars von morgen hören wollen, mehr Musik und Kurzporträts unserer Gäste, Sie finden uns im Internet. Und da können Sie auch Ihr eigenes Musiktalent präsentieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an euch alle und bitte, Stars von morgen, kommen Sie bitte hier, Konrad.
Xenia, Melissa, Sebastian, vielen Dank, Franz, Saba, Onesorg, dass Sie waren mit uns. Einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.